Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Strategic Command Pacific. Unsere Strategie geht bisher fast vollumfänglich auf. Wir haben uns hier mit unserer Flotte ein bisschen in Richtung New Georgia oder um New Georgia zurückgezogen, spielen unsere Flotte nicht so aggressiv hier um Guadalcanal. Der Nachteil der Sache ist natürlich, dass unsere Infanterieeinheiten hier Probleme bekommen, aber bisher halten sie sich ganz gut. Wir haben ja hier vorne ganz gut agiert, einen Kreuzer verloren, drei feindliche Zerstörer dabei allerdings versenkt und in der letzten Runde ist uns hier ein Coup geglückt. Wir konnten einen amerikanischen Flugzeugträger versenken und einen amerikanischen schweren Kreuzer. Das Ganze hat unsere Flugzeugträger ein bisschen ja in eine exponiertere Lage gebracht und zum Glück habe ich ja da so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass die Amerikaner jetzt zum Gegenschlag ausholen und habe so einen Zerstörergürtel gebaut quasi vor meine Flugzeugträger. Und genau das ist eingetreten, allerdings in einer deutlich schwächeren Form, als es hätte sein müssen, um uns gefährlich zu werden. Es kamen nur drei amerikanische Schiffe so weit nach vorne. Und die waren noch dazu nicht in der Lage, sich wieder zurückzuziehen. Das heißt, die stehen jetzt eigentlich extrem exponiert und sind jetzt, ja, ich denke, eigentlich Opfer. Die sollten wir jetzt eigentlich alle drei versenken können. Und das ist ein leichter Kreuzer, ein schwerer Kreuzer und ein Zerstörer. Naja, natürlich nicht so schön wie ein Flugzeugträger, wie ein weiterer, aber das tut den Amerikanern trotzdem ziemlich weh. Im Übrigen vielleicht mal ein paar Worte noch zu diesen Zahlen. Ich weiß nicht, wie fit ihr alle seid, ob ihr das Spiel schon öfters gespielt habt, ob ihr das kennt. Es ist auch teilweise recht schwer zu erkennen, muss ich sagen, weil es sehr, sehr klein ist. Wir sehen hier die erste Zahl, die 10 oder die 9 oder die 8, das ist immer noch die Stärke der Einheit. Also von 1 bis 10 geht das Ganze, beziehungsweise ja, wir können hier ja nur, das habt ihr schon gesehen, nur bis maximal 8 wieder verstärken. Die Zahlen hinten dran in dem kleinen Kästchen, das sind Verbesserungen, die diese Schiffe haben. Wir können mit einem Rechtsklick draufgehen, können uns das mal anschauen. 221 steht da. Und es steht für Marinewaffen Stufe 2, Luftabwehrwaffen Stufe 2 und U-Boot-Jagd Stufe 1. Die Zahl in Klammer ist die Maximalstufe, die durch die eigene Entwicklung quasi möglich ist. Also diese Schiffe oder dieser Kreuzer hier zumindest hat die maximalen Upgrades drauf, was die amerikanische Entwicklung zum aktuellen Zeitpunkt hergibt. Und die ist nicht schlecht mit 221. Das hat dieser Zerstörer im Übrigen auch. Ebenfalls 221. Die Information über den Kreuzer bekommen wir nicht. Da müssten wir näher dran stehen. Das heißt, das ist so ein bisschen im Dunkeln. Diese Werte sehen wir nicht. Wir sehen aber, oder wir sehen hier, dass unsere Zerstörer zum Beispiel, was diese Upgrades angeht, schlechter sind. Wir haben 110 und auch das ist der Stand, den unsere Schiffe maximal haben können. Wir haben noch keine Marinewaffen 2, wir haben noch keine Luftabwehrwaffen 2 und wir haben auch keine U-Boot-Jagd. Von daher hoffen wir mal, dass der Feind hier, dass die Amerikaner keine U-Boote in den Kriegsschauplatz bringen, denn U-Boot-Bekämpfung, na, sieht recht mau aus. Gut. Also, so viel mal dazu für alle, die sich damit bisher noch nicht so auskannten. Bei den Flugzeugträgern seht ihr hier zwischendrin noch eine kleine Zahl mit einem winzigen Flugzeuglogo. Das ist natürlich die Anzahl an Flugzeugen, die hier noch drauf sind. Also auch die wäre, sie ist dann in einem Hafen oder so, ist die nachrüstbar. Also verlorene Flieger können natürlich auch wieder ersetzt werden. Gut. Also, ich würde sagen, gucken wir, dass wir diese drei Schiffe erwischen und am einfachsten ist es wahrscheinlich zu Beginn wieder, unsere Flugzeugträger stehen ja noch auf Bombermission, gehen wir es mal an. Vier, einen Flieger verloren, zweiter Bomberangriff, versenkt. Jawohl. Und jetzt ziehen wir den allerdings zurück. Und achso, ja, da warten wir mal. Vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas. Die Bomber schicken wir hier drauf.
Warum? Weil wir den Zerstörer, den können wir auf Distanz attackieren. Ihr seht es hier, das ist 03-03, mit den, weil der hat, glaube ich, nur eine 1er Reichweite. Ja, eine 1er Angriffsreichweite. Also der kann nur angrenzende Hex bekämpfen. Wir können von hier hinten schießen und er kann nicht zurückschießen. Der wiederum hat eine 2er Reichweite. Ja. Wobei wir den natürlich auch mit unseren Langstreckenschiffen, mit unseren Großkampfschiffen kriegen können. Hier oben haben wir ja 4 mit einem Schlachtkreuzer, die Kongo. Na gut, egal. Wir nehmen trotzdem hier den Bomber. 2-1. 3-0. Sehr gut. Und ziehen auch den zurück. Okay, der hat sich jetzt hierhin bewegt. Ja, pass auf, jetzt können wir den aus dem Hafen raus beschießen eigentlich, ne? Und er kann nicht zurückschießen. Ja, 03. Tja, geben wir eben mit der Kongo den Rest? Oder was haben wir hier noch? Wie heißt die? Kiri? Hier? Moment, sehen wir das irgendwo? Hiyai. Der Schlachtkreuzer Hiyai. Wir bewegen uns hier hin, schießen. Zack, versenkt. Und bewegen uns wieder rein. Also das läuft hervorragend hier. Und das machen wir jetzt hier, das Spielchen machen wir jetzt hier natürlich auch. 3-0, war klar. Ein bisschen zurück. 3-4-0. Und zurück. Und jetzt, was haben wir denn jetzt noch? Der hat ja aber schon gekämpft, ne? Der hat gekämpft. Der hier hat noch einen Angriff. Der leichte Kreuzer. Was hat der für eine Reichweite? 2. Fahren wir hier hin. 1 weg. Und wieder rein in den Hafen. Der hat schon gekämpft. Ja, die haben jetzt alle gekämpft. Hier oben hätten wir noch die Mutsu. Die hat eine 4er Reichweite vermutlich, ne? Das ist ein Schlachtschiff. Ja. Die können wir hierhin bewegen. Ja. Und versenken ihn, ziehen ihn zurück. Dann bringen wir den Zerstörer hier hin. Wir bringen die Zerstörer jetzt entsprechend zurück. Ja. Ja, jetzt kann man sagen Hasenfuß-Taktik, aber ich würde sagen, solange das ganze Spielchen funktioniert, ja, ist das gerechtfertigt. 4 Zerstörer, 2 leichte Kreuzer, 2 schwere Kreuzer und vor allen Dingen einen Flugzeugträger versenkt. Wunderbar. Wir bringen, warte mal, jetzt, wir haben ja noch unsere Flieger, die haben wir in der Runde noch gar nicht eingesetzt. Wir nehmen mal den Aufklärer. Und fliegen wieder hier rein. Abfangjäger. Ah, scheiße. Ich vergesse immer, die Eskorten rauszumachen. Okay. Okay. Hier ist gar nicht mehr so viel los mit Schiffen, ne? Mit dem U-Boot, also gegen den Zerstörer gehen, ist Quatsch. Das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt. Zerstörer ging nicht wirklich gut aus. Ich lasse den mal hier so stehen. Vielleicht fährt ja ein Schiff in uns rein. Jetzt hätte ich den muss ich verstärken. Jagdflieger. 4 Punkte, kostet 130, aber das ist nötig. Und dann können wir mit unseren Bombern wenig machen. Ich meine, macht es Sinn, den Burschen da anzugreifen? Nee, oder? Hat er Luftabwehr? Verteidigungswerte 0. Ich meine, man kann ihn mal fliegen lassen. Sowas wie Munition gibt's ja nicht. Aber da tut sich nichts, ne?
Da ist jetzt nichts. Wir könnten den hier auf um einen Punkt verstärken. Weitere 33 Punkte. Ja, mach mal. Und wir bringen die Jungs hier ran. Langsam, aber sicher. Ich will es versuchen, ob wir vielleicht irgendwie den dann rausboxen können. Ansonsten haben wir... Ah ja, hier oben kommen ja... Ah, hier kommt eine Feldartillerie. Können wir mit der Feldartillerie von hier drüben vielleicht auch auf den schießen? Wenn wir ihn hier in den Hafen bringen könnten, warte mal. Der würde, könnte direkt rein. Wenn wir den rausfahren, aber dann brauchen wir wahrscheinlich auch hier Platz. Kann der sich noch verlegen? Der kann sich verlegen. Guck mal, der könnte, den könnten wir hier hinbringen. Das machen wir mal. Ich bringe die Shokai noch weg. Hier oben in den Hafen. Und jetzt nehmen wir hier die Feldartillerie und bringen sie hier in den Hafen. Und laden sie hier aus. So, was hat die für eine? Die hat zwei Felder vermutlich Reichweite. Oh, drei sogar. Eins, zwei, drei. So wie sie steht, kann die in der nächsten Runde schon feuern. Das ist wunderbar. Und dann haben wir hier noch einen dritten Flugzeugträger. Wunderbar. Es läuft. Ich freue mich. Den setzen wir dann mal auf Jäger. Also Luftüberwachung. Falls da in der nächsten Runde was kommt, haben wir den schon mal da. Ne? Den bringen wir hier oben hin. Da dürfte aktuell kein Feindschiff hinreichen. Und das ist ein weiteres U-Boot. Das bringen wir auch ran. Hierhin. Gut. Wie schaut es hier drüben aus? Die kamen gerade in der Runde, mit denen können wir nichts machen. Ah, 287, ne? Das nimmt schon ab. Und wir haben hier unsere Einheiten. Da müssen wir jetzt eigentlich auch noch Verstärkung reinlegen. Der ist auf 4. Können ihn wieder auf 6. Gut, es kostet 11 Punkte. Das ist ein No-Brainer. Die machen wir die 11. Der ist auf voller Stärke. Der ist auch auf voller Stärke. Oh, 0,2 ist hier machbar. 0,3 ging es sogar aus. Hohoho. Das ist gut. Was ist denn hier mit den GIs los? Zweites Marine Regiment. Infanteriewaffen 1, Luftabwehrwaffen 2. Ah, der kann nicht, der wurde erst eingesetzt. Okay, aber auf 5 runter ist natürlich, da muss er jetzt wahrscheinlich Bereitschaft 31, Moral 37. Nicht gut. Moral 44, ja, die Moral hier unten ist besser. Na gut, okay. Beenden wir den Zug. Ich denke, wir haben alles gemacht, was wir tun können. Kriegen wieder 97. Da ändert sich nichts, solange wir die Dinger hier auf Guadalcanal noch haben. So, die Sullivan-Brüder kamen beim Untergang der USS Chouinard ums Leben. Die Gebrüder Sullivan verpflichteten sich am 3. Januar 1942 bei der US Marine unter der Bedingung, gemeinsam dienen zu dürfen. Tragischerweise kamen alle 5 bei der Versenkung der USS Chouinard am 13. November 1942 im Rahmen der Seeschlacht um Guadalcanal ums Leben. Ihr Tod sorgte für große öffentliche Anteilnahme und führte schließlich zur Einführung einer strikten Einsatzrichtlinie, die den gemeinsam abgeleisteten Militärdienst von Geschwistern in der US-Marine untersagten. Das ist natürlich eine ganz brutale Geschichte. 5 Brüder auf einem Schiff, alle tot. Krasse Nummer. So, Küstenbeschuss haben wir hier gesehen, aber damit haben wir weitere Informationen erhalten. Ne? Das dürfte wieder ein leichter Kreuzer sein, aber er zieht sie wieder weg. Also Küstenbeschuss hinfahren, Beschuss und wieder weg.
Okay. Er beschießt den. Er hat hier das bombardiert das Dorf, nicht die Einheit. Ne? Der Schaden, der hier hochgepoppt ist, geht am Dorf hoch und nicht an der Einheit. Die ist immer noch auf 11. Er beißt sich hier ein bisschen die Zähne aus. Soll uns recht sein. Na gut. Oh, ja, die verlieren wir jetzt. Naja, dann hätten wir uns die 11 Punkte, die wir da reingesteckt haben, die hätten wir uns sparen können. Und hier hat er ihn wieder ein bisschen aufgefüllt, sodass wir ihn wahrscheinlich nicht ausschalten können. Ich meine, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 Infanterieeinheiten plus eine Artillerie sitzen hier auf der Insel. Wir haben jetzt gerade mal 3. Und hier sehen wir es nochmal. Tasimboko hat Schaden durch Bombardierung erlitten. Das Problem ist dabei, dass er... Oh, was haben wir hier? Zero Hour und Tokyo Rose werden von den alliierten Truppen über das Radio empfangen. Das japanische Radiopropagandaprogramm Zero Hour wurde während des Zweiten Weltkriegs im gesamten Pazifikraum gesendet und von einer Gruppe englischsprachiger Frauen, die als Tokyo Rose bezeichnet wurden, moderiert. Das Programm wurde über Kurzwellenradio ausgestrahlt und hatte die alliierten Soldaten als Zielgruppe, deren Kriegsanstrengungen durch demoralisierende Nachrichten und Kapitulationsaufforderungen geschwächt werden sollten. Ha, ja, die brauchen wir jetzt. Naja, erstmal kriegen wir eine weitere Feldartillerie. Hier drüben. Und einen weiteren Befehlshaber, auch hier drüben. Okay, wo war ich gerade stehen geblieben? Was wollte ich gerade sagen? 5 gegen 3 haben wir hier. Und es wird natürlich jetzt immer schwieriger zu halten. Wir haben die auf 6 bekommen. 0 zu 2. Naja, vielleicht können wir eine ausnocken, wenn wir noch einen Bomber oder so dazu einsetzen. Genau, jetzt weiß ich wieder. Er schwächt jetzt schon 2 Runden lang das Dorf, das hier drunter ist. Können wir uns das mal anschauen. Ja, nicht Taiwu, das ist der Hafen, sondern hier unten drunter ist ein Dorf. Kann ich mir das... Ah ja, hier. Tasimboko. Und das schwächt er. Und durch die Schwächung dieses Dorfs wird die Versorgung unserer Einheiten, geht die Versorgung unserer Einheiten runter und dadurch, ihr seht's, das sind diese Versorgungszahlen. Und dadurch kann ich Einheiten dann auch schlechter wieder auffüllen. Also das hat schon seinen Grund, was die KI da macht. So. Haben wir Ziele? Eher nicht. Also wir haben gesehen, dass er hier zweimal Küstenbeschuss gemacht hat. Das eine war ein leichter Kreuzer, das andere müsste entweder ein schwerer Kreuzer oder ein Schlachtschiff sogar gewesen sein. Aber beides hat sich hier wieder zurückgezogen. Also er lässt sich in dieser Runde nicht locken. So, wir probieren mal das Spielchen hier jetzt, oder? Feldartillerie, Feuer. Aha, minus 1, das funktioniert. Nochmal. Also auf kurz oder lang kriegen wir den vielleicht raus. Die Infanterie bringen wir auch runter. Das HQ bringen wir runter. Wir haben hier ein weiteres U-Boot. Wir bringen es ebenfalls in den Schleichmodus. Dann können wir zwar nicht so weit fahren, aber wir fahren mal hier hin. So. Die Frage ist, fahren wir jetzt hier rein? Ich denke ja. Ich will sehen, was da ist. Und ob da was ist. Da ist was. Da ist was, ja. Da ist ein Zerstörer, der uns 8 zu 3 einschenken würde. Das ist heftig. Das ist heftig. Eins zu eins mit einem Bomber. Eins zu eins. Ja, das ist zu wenig, ne? Das ist zu wenig, um da irgendwie was erreichen zu können. Die Frage ist,
Wie weit sind jetzt diese Flieger hier noch auf Cap eingestellt? Wir könnten... Wir könnten 1, 2, 3, 4, 5 Felder weiter, könnten wir hier Bomberangriffe fliegen auf diese Einheit. Vielleicht mit einem Bomberangriff und dann der Infanterie könnten wir sie wahrscheinlich oder vielleicht vernichten. Wir probieren das mal. Wir bringen 1, 2, 3, 4, 5. Wir fahren mal 6 Felder mit ihm vor. Dann sehen wir schon mal, dass hier nichts ist. Das ist ganz gut. Bin nämlich am Überlegen, ob wir den zweiten Zerstörer in den Hafen bringen und ihn zumindest wieder von 7 auf 8 reparieren. Wir bringen den Flugzeugträger hinterher und dann schauen wir mal. 0, 0? Ich habe mir jetzt was anderes erhofft. Was ist hier los? Wieso 0? Wieso ist das so schlecht? Regnet es hier gerade? Wo sehe ich denn das Wetter? Sehe ich das nur? Bin mir jetzt nicht sicher, ob über dem Feld auch Regen ist. Ja, auf dem Feld mit der Artillerie ist definitiv Regen. Warte mal, sehen wir das hier irgendwo? Ach, im Übrigen können wir nicht nur mit G, sondern wir können auch hier Hexfelder aus- und einschalten. Ne? Ganz easy. Nee, Wetter sehen wir hier nicht. Hier könnten wir wieder 0 zu 2 machen. Das machen wir direkt mal. Ah, 2 zu 1. Ja, immer unschön. Hier auch ein 0 zu 2, wobei hier würde ich fast lieber verstärken. Es sei denn, wir könnten sie rausnehmen. Dann nicht. Ich lasse die Bomber jetzt mal fliegen. Ja, es kommen Abfangjäger. Minus 1. Ah, nichts passiert. Wieder. Na. Ein Feld weiter und wir könnten auch auf den Zerstörer gehen. Bringt am Ende des Tages vielleicht mehr. Ja, 0-1. Flugabwehr verteidigt, wir verlieren den Flieger, aber wir landen hier einen Treffer. Flugzeugträger zurück. Ich mache weiter. Wir gehen auch mit diesem hier auf den. Wieder eins. Nochmal. Abfangjäger und Eskorten. Minus 1, minus 1, minus 1. Okay. Und zurück. So, das müsste reichen. Als Schild. Dann nehmen wir den 7er jetzt und bringen ihn in den Hafen. Da müsste man ihn wieder auf 8 bekommen. Okay. Jetzt? Na, ist immer noch ein 6 zu 3. Das ist keine Option mit dem U-Boot. Hier ist noch ein Zerstörer im Hafen. Ja, dann bringen wir das U-Boot wieder weg.
Aber das tut natürlich auch wieder weh. Das ist jetzt mindestens, er kann von diesen 3 verlorenen Punkten, kann er hier maximal einen wieder auffüllen. Das ist schon in Ordnung. Aber was mir nicht gefällt, ist, wir haben hier natürlich, oh Gott, der ist auf 3 runter. Da müssen wir jetzt reinstecken. Und das ist der Jägerflugzeugträger. Den nehmen wir sicherheitshalber aber auch mal hier runter. Ja, falls der Feind jetzt hier irgendwie Aufklärungsflieger oder mit Fliegern kommt, dass wir hier auch noch Jägerunterstützung hier haben, dass wir hier Cap fliegen können. Und unser Schlachtschiff so ein bisschen im Hintergrund. Okay. Glaube, dann haben wir es. Haben wir hier oben noch einen in der Runde? Ja, wir haben hier wieder Einheiten, die in den Transporter gebracht werden können. 19 und 20. Boah. Ja. Also es wird jede Runde weniger. 172 am Ende der Runde. Und hier warten 2 weitere Einheiten verschifft zu werden. Also allein die kosten auch. Und wir müssen diese Bomberflugzeugträger, die sollten langsam mal neue Flieger bekommen, ne? Hier sind nur 7 und hier sind noch 6 drauf. Aber wir schreiben ja immerhin schon den 7. Dezember 42 und müssen nur noch ein Jahr aushalten. Nur noch. gucken mal hier drauf. Hat sich hier was getan? Nee, natürlich erst jetzt, wenn ich die Runde beende. Und das machen wir jetzt noch und schauen uns an, was die KI so treibt. Oh, er jagt uns. Aber das war 1. Da verliert er mehr. Oh, jetzt, okay, es geht weiter. U-Boot-Jagd. Mhm. Und Küstenbombardement. Und er zieht sie wieder weg. Ihr seht, da ist noch nicht dieser komische Button drunter. Hier hinten ist er drunter. Also das Schiff müsste da jetzt noch stehen. Jetzt kommen wieder die Langstreckenbomber. Abfangjäger, Eskorte, minus 1. Er trifft unser U-Boot. Ich hoffe, wir tauchen jetzt langsam mal ab. Er macht weiter. Wieder Abfangjäger, wieder Eskorte. Das finde ich immer ein bisschen unübersichtlich. Wir sehen hier in dieser Einstellung nie, wie viele unserer Abfangjäger wir verloren haben. Allerdings, wir sehen hier, der amerikanische Jäger ist nur noch auf 4. Das ist nicht gut. Und jetzt ist das HQ hier gefallen. Okay. Das macht es jetzt. Oh. Und eine amphibische Landung. Okay. Jetzt wird es hier in Guadalcanal eng. Langsam aber sicher. Müssen wir fast schauen. Kawaguchi, der Befehlshaber, wurde hier getötet. Auf Neuguinea gelingt der 7. Division der Australier die Rückeroberung von Gona. Und wir kriegen 2 weitere Einheiten, allerdings in Rabaul. Okay. Keine dramatische Änderung. Aber natürlich hier unten, also das können wir jetzt mehr oder weniger abschreiben, denn die Versorgung, schaut mal, die ist auf 0. Die ist weg. Der Hafen ist isoliert, die HQ-Einheit, die versorgt hat, ist weg. Wir könnten jetzt, also eigentlich müssen wir, wenn wir versuchen wollen, sie zu retten, können wir sie noch einschiffen. Transporter kostet uns 16. Mit ein bisschen Glück können wir sie dann hier unten rausziehen und wegziehen.
Aber nur, falls hier nicht Schiffe stehen, ne? Sonst fahren wir da rein mit dem Transporter. Die andere Sache ist, naja, kostet 16. Wenn wir es nicht machen, sind wir in der nächsten Runde eigentlich tot. Die 16 würde ich fast versuchen. Was haben wir denn hier? Oh, die Washington. Ein Schlachtschiff. In diesem Fall Marinewaffen 1, U-Boot-Jagd 0. Hier wären also noch Verbesserungen möglich. Luftabwehr hat es allerdings 2 von 2. Und wir haben hier einen Zerstörer. Guck mal, da kommen wir doch jetzt schon besser ran. Die können wir nur im Hafen verstärken, logischerweise. Die Flugzeuge. Na, ich würde sagen, den Zug legen wir in die nächste Runde, in die nächste Folge unserer Aktionen. Wir werfen hier mal nur einen Blick drauf. Also es kam wieder ein neues Schiff nach, ne? Es steht 17 zu 16 für die Alliierten bei Schiffen. 8 zu 5 bei Flugzeugen für die Alliierten. Und was die Landtruppen angeht, sind wir bei 18 zu 13. Ja, aber so schlecht läuft es nicht. Also vielleicht kriegen wir über kurz oder lang diesen Coastal Watcher hier weg. Das würde uns die Lage hier oder unseren Aktionsradius würde das hier auf jeden Fall deutlich verbessern, wenn der Bursche hier weg wäre. Mal gucken. Die MPP, die werden langsam aber sicher auch zum Problem, ne? Bomber sind voll. Der Jäger ist hier wieder nur auf 5, weil er Eskorte geflogen ist oder Abfangen geflogen ist. Der ist auch nur auf 6 und die sind echt teuer zum Auffüllen. Da muss ich mir Gedanken machen, wie lange wir das beihalten können und ob wir das noch beihalten können. Und dann gilt es, hier weitere Einheiten nachzubringen. Wir haben hier Spezialeinheiten und eine schwere Artillerie. Mal gucken, wo wir die stationieren. Hier wartet eine weitere Feldartillerie und 2 Infanterieeinheiten. Beziehungsweise, was ist das? Basistruppe, Bataillon. Das sieht mir eher nach so einer besseren Miliz oder Lager Einheit irgendwie aus, die zum Verteidigen. Naja, gut. Schauen wir uns an, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, es macht euch nach wie vor Spaß und würde mich freuen, wenn wir uns dann in der morgigen Folge wiedersehen. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.